Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zockt zu einem kleinen, ja, Unboxing-Video von Dragons. Das letzte für dieses Jahr, was ich mache. Letzte Unboxing 2019, das nächste wird 2020 erscheinen, vielleicht im Januar oder Februar das erste Video wieder. Muss ich mal schauen, aber ich denke mehr in Richtung Februar wird es sein. Und ja, das sind jetzt meine letzten großen Anschaffungen, die ich mir geholt habe von Dragons sozusagen. Und dann nächstes Jahr kommen noch so ein paar Kleinigkeiten noch dazu. Und dann wird, denke ich mal, mit Dragons auch so ein bisschen Feierabend sein, was das angeht. Ja, und die zwei Sachen liegen da drüben auf meinem Bett, so in die Richtung. Und das erste werde ich gleich mal ins Bild holen. Nicht erschrecken, es sind große Plüschis von Dragons, die XXL-Version, also ein Meter. Und die erste hole ich jetzt mal ins Bild. Das erste ist nämlich Uni, der ohne Zahn. Mal gucken, ob ich den hier reinbekomme ins Bild. Das ist der 1 Meter Uni-Zahn. Ihr seht, ein riesen Klopper, oder? So, jetzt haben wir mal ganz im Bild. Wie gesagt, der ist 1 Meter groß. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass er so groß ist, aber er ist wirklich so groß. Ne? Einmal 1 Meter ohne Zahn. Ich glaube, für Kinder ist das echt schön, hier so ein Kuscheltier zu haben. Stell mal vor, so ein Kind, der gerade mal 1,50 Meter ist und dann so ein Meter ohne Zahn, der das doppelte Hälfte von ihnen hat, von einem Kind. Aber es ist wirklich sehr schön verarbeitet und sehr schön weich. Und ja, da steht bei mir neben dem Bett und ja, bewacht mich, wenn ich schlafe. Ja, einige werden sich denken, wie kann man denn in dem Alter noch solche Sachen sammeln, aber... Ja, ich liebe Dragons. Ich stehe auch dazu, dass ich Dragons liebe. Und da sammelt man auch solche Sachen. Die gehören einfach dazu. Ist halt so. Die gehören einfach dazu. Da darf man... Ja. Sich dann auch nicht über andere beschweren. Andere sammeln andere Sachen. Andere sammeln Modellautos oder... Hot Wheel Autos noch im Erwachsenenalter oder andere Sachen. Das muss man alles kann auch akzeptieren, ne? Wenn man das so nimmt. Und ich sammle halt Dragon-Sachen, da gehören diese Plüschis halt dazu. Gut, das war jetzt ohne Zahn und jetzt kommt noch das Gegenstück. Und ja, wer kann es nur sein? Es kann ja nur Lychee sein, also der Tagschatten. Und den hole ich jetzt auch mal ins Bild und werde ihn euch mal zeigen. Der ist ein bisschen kleiner, der ist 3 cm kleiner gemacht. Und ja, wie es halt so tierreich ist. Die Weibchen sind meistens die kleineren Tiere. Also haben sie es im Plüsch auch kleiner gemacht. Einmal im Ganzen hier, dass ihr sehen könnt. So, sehr schön. Und mit sehr, sehr viel Glitzer. Und das ist Lychee. Sag mal Hallo. Hallo. Und das ist das Gegenstück, das ist Lychee, auch XXL, also die größte Form, die es gibt, mit 97 cm, auch sehr schön weich und kuschelig. Die steht natürlich neben ohne Zahn und neben den anderen Plüschis, die ich noch habe, die Plüschbibis von Dragons und den kleinen ohne Zahn mit 60 cm und der kleine Lychee, die habe ich nämlich auch noch. In dem mittleren Format und kleinen Format und die drei Bibis dazu, die sind alle versammelt auf einen Platz. Und ja, das sind jetzt Lychee und ohne Zahn in XXL Format. Größer geht das Format dann gar nicht mehr. Ich bin froh, dass ich jetzt die alle zusammen habe, was die Plüschis angeht. Es ist zumindest die ich alle wollte. Und jetzt probiere ich mal noch mal beide ins Bild zu bekommen irgendwie. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Das ist bestimmt ein bisschen schwierig.
So, jetzt haben wir noch mal beide hier. Ohne Zahn und Lightski in Großformat. Und ja, wie gesagt, sind wirklich groß. Einmal 1 Meter und einmal 97 cm. Also sind schon ganz schöne Platznehmer, aber das stört mich nicht. Also das war meine letzte Anschaffung für dieses Jahr von Dragons. Die letzte Großanschaffung. Also viel größere Sachen gibt es ja von Dragons auch gar nicht mehr. Als die riesen Plüschis. Und nächstes Jahr kommen dann halt nur noch so ein paar Kleinigkeiten dazu, ein paar kleine Sammelobjekte. Mal schauen, was ich mir da noch so holen werde. Ich denke mal, da wird es vielleicht jeden Monat noch mal so ein oder zwei Unboxing-Videos geben von kleineren Sachen von Dragons. Ich denke mal, wird es so wieder im Februar anfangen, die ersten Videos, Unboxings. Und ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und dass ihr beim nächsten Unboxing dann auch wieder dabei seid. Mit eurem Darth Steffen Zockt und Fix, den Drachenreiter. Und mit Ohne Zahn und den Lightski. Ich sage immer lieber Lightski, ich bin schöner als Tagschatten. Und ja, jetzt sagen beide nochmal Tschüss. Also einmal hier und einmal hier. Sagt Tschüss, ihr beiden. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Und ja, für alle, die wir dies dann nicht mal wiedersehen oder hören auf YouTube, wünsche ich doch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Hoffe, ihr kommt gesund und munter rüber in das Jahr 2020. Feiert nicht so dolle, besauft euch nicht. Hauptsache, ihr kommt heil in das Jahr 2020 reingerutscht. Hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr froh und munter wieder auf meinem Kanal. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Darth Steffen Zockt sagt Ciao mit V, möge die Macht mit euch sein und das Drachenreiterblut natürlich auch mit euch. Also dann, bis bald, euer Darth Steffen Zockt. Ciao, ciao.